Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute begrüße ich euch hinter der Kamera, denn wir machen direkt weiter mit meiner zweiten Bookshelf-Tour. Wir widmen uns heute diesem mittleren Regal und ich hoffe, ihr freut euch drüber. So, hier ganz oben, tut mir leid für den Winkel, ich hoffe, dass ihr so alles sehen könnt. Hier oben sind meine Harry Potter Bücher. Ich habe da zwei ganz gemütliche Etagen gemacht, weil ich das ziemlich so schön fand. Hier sind erstmal so diese klassischen Harry Potter Teile. Hier habe ich einen Funko Pop von Harry. Und das habe ich mal zugeschickt bekommen. Das fand ich auch mega süß. Ich denke mal, dass die meisten von euch erkennen, was das ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich überprüfe mal eure Harry Potter Skills. Und hier ist eine Lichterkette, die habe ich mal zu Weihnachten bekommen. Ich glaube, die ist von Primark oder sowas. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist die halt so in diesem Harry Potter Style. Und man kann sie auch anmachen. Selbstverständlich. Sonst wäre es nämlich keine Lichterkette. Schlau, ne? Und dann haben wir hier oben noch ein bisschen mehr. Und zwar habe ich hier noch zwei englische Teile von Harry Potter. Einmal den ersten und einmal den fünften. Weil ich gedacht habe, komm Toni, ein bisschen Englisch tut dir mal ganz gut. Aber ich bin ja erst bei Harry Potter 4. Und für diejenigen, die mich jetzt noch nicht so lange kennen, ich habe Harry Potter noch nicht gelesen. Ich kenne nur die Filme und teilweise die Hörbücher. Ich weiß. Sünde. Ich hoffe, ihr hatet mich jetzt nicht wieder zum millionsten Mal, weil da kommen immer die ganzen Harry Potter Fans und schimpfen. Ich finde Harry Potter mega toll, aber trotzdem habe ich irgendwie das nie so richtig gelesen. Und dann habe ich hier noch den ersten Teil mit den Zeichnungen drin. Und hier habe ich noch das Märchenbuch, und zwar die Märchen von Beedle dem Baden. Ich muss sagen, das fand ich jetzt nicht so hammer. Ich bin jetzt nicht so wirklich überzeugt. Und dann habe ich hier noch so eine Harry Potter Tasse, eine Harry Potter Spardose, so eine Kerze. Und eine Schneekugel von London. Ich fand, die passte auch ganz gut. Und hier habe ich so eine Schneekugel, die man so selbst mit einem Foto füllen kann. Und auf der einen Seite habe ich Harry reingetan und auf der anderen Seite ist Lord Voldemort. Ganz kreativ und individuell geht's hier zur Sache. Next ist diese Reihe. Und da habe ich auch schon ein bisschen was von gelesen oder gehört. Wir fangen an mit Nach dem Sommer. Das sind die ersten drei Teile. Die habe ich als Hörbuch 2018 gehört. Und ihr wisst ja, dass ich sie sehr geliebt habe. Da geht es um ein Mädchen, das verliebt sich in einen Wolf. Und sie findet heraus, dass dieser Wolf eigentlich ein Mensch gewesen ist. Und er ist jeden Sommer ein Mensch und jeden Winter ein Wolf. Und das ist jetzt sein letzter Sommer als Mensch. Danach ist er quasi nur noch Wolf. Und da die beiden sich dann halt ineinander verlieben, ist das ziemlich dramatisch und sie versuchen das aufzuhalten. Also mir hat es echt richtig gut gefallen. Die Sprache ist, glaube ich, nicht was für jeden, aber für mich schon. Und das hier ist ein Spin-off, das habe ich aber noch nicht gelesen. Ich weiß nicht wieso. Dann haben wir hier das Reich der Sieben Höfe. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich dazu jetzt am besten gar nichts sage, damit ihr nicht gleich die Kommentare spammt. Toni, du bist ein Unmensch. Erst liest du Harry Potter nicht und dann Reich der Sieben Höfe verteufeln. Hat mir einfach nicht so gut gefallen. Ich habe nur die erste Hälfte gelesen. Ich kam da einfach nicht so richtig rein in die Geschichte. Wenn ich dem nochmal eine Chance geben soll, dann könnt ihr es ja mal schreiben. Meint ihr, dass nach der ersten Hälfte es mir noch gefallen könnte? Dann haben wir hier noch Fire and Frost vom Eis berührt. Das habe ich zum Geburtstag, zu meinem 18. Geburtstag, glaube ich, bekommen. Nee, zu meinem 19. Geburtstag habe ich das bekommen. Und ich will es auch noch lesen. Ich habe schon wieder vergessen, worum es geht. Ich hatte mir es damals durchgelesen, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, das wird mir nicht gefallen, weil ich bin ja nicht so die Fantasy-Leserin. Und ich weiß auch nicht, warum ich mir das gewünscht habe. Ich habe da damals in einem Trash-Chapter-Reihe gelesen, fand das klang mega, mega cool, wollte es unbedingt haben und jetzt habe ich festgestellt, eigentlich bin ich keine Fantasy-Leserin mehr. Dann habe ich das als Rätsel-Exemplar zugeschickt bekommen. Das sieht auch echt schön aus. Und zwar, ich lese euch mal hinten vor, was da steht. Seit Fays Ankunft auf Island geschehen merkwürdige Dinge. Gleich am ersten Abend führt ein Schwarm Glühwürmchen sie zu einer Lichtung, auf der ein uralter Baum steht. Der Sage nach soll hier der Eingang zur Elfenwelt sein. Aber vor Jahren wurde das Herz des Baumes gestohlen und jetzt stirbt er. Fay beschließt, den Baum zu retten. Keine leichte Aufgabe, vor allem seitdem ihr der impulsive und jähzornige Aaron über den Weg gelaufen ist. Wenn Fay wüsste, auf was für ein Abenteuer sie sich da einlässt. Das klingt so ungefähr 0,0% nach mir, aber man soll sich ja weiterentwickeln und von daher
könnte ich mir vorstellen, dass ich trotzdem versuche. Vielleicht mal einen Try-Chapter. Und dann habe ich auch noch als Rätsel-Exemplar von Cornelia Funke das neue Buch zugeschickt bekommen. Die beiden kamen unangefragt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, warum fragt sie sowas an. Und zwar geht es hier um eine Prinzessin. Sie träumte von der Welt der Menschen, von einem blauen Himmel, von der Sonne und dem Gras und dem Geschmack des Regens. Als sie ihren Wächtern entkam und in unsere Welt gelangte, vergaß sie, wer sie gewesen und woher sie gekommen ist. Ah, okay, also sie lebte vor langer, langer Zeit in einem unterirdischen Reich, in der es weder Lügen noch Schmerz gab. Und plötzlich kommt sie in unsere Welt und es zerstört sie. Ich schätze mal so ungefähr. Aber das klingt sogar cool, muss ich sagen. Das klingt cool. Dann habe ich hier mein Herz zwischen den Zeilen. Geht vielleicht jetzt sogar schon dem einen oder anderen von euch auf die Nerven, weil ich das schon so oft gezeigt habe. Da geht es um ein Mädchen, was sich in eine Buchfigur verliebt. Und das ist einfach von innen so traumhaft schön illustriert. Also ich habe es total gerne gelesen. Und kann es euch auch sehr empfehlen. Ich weiß, dass viele von euch das sogar schon gekauft haben, weil ich so nervig gewesen bin. Ja, und dann habe ich da noch die Silberreihe stehen. Fand ich jetzt nicht der absolute Burner, aber ich habe beschlossen, die vielleicht nochmal zu rereaden, weil ich glaube, dass ich dem damals nicht gerecht werden konnte, weil ich den ersten Teil sehr unaufmerksam gelesen habe und vermutlich habe ich die Geschichte deshalb einfach nicht so gut verstanden. Und kam da halt nie so richtig rein. Und dann habe ich hier noch meine geliebte Edelstein-Trilogie und ich bin mir ganz sicher, dass ich sie bald rereaden werde, weil ich so viel vergessen habe und ich finde einfach, dass diese Geschichte einfach nicht aus meinem Herzen verschwinden darf. Ernsthaft, das klingt jetzt echt so geschwollen, aber ich habe dieses Buch geliebt. Ich könnte mich jetzt davor setzen und es anbeten. So, jetzt machen wir hier weiter mit so einem Regal, wie soll man das nennen? Da sind so ein paar Autobiografien drin und Sachbücher. Und zwar habe ich hier einmal Was wichtig ist von J.K. Rowling. Da erzählt sie so ein bisschen von ihrer Geschichte und wie sie ans Schreiben gekommen ist und was sie vorher für ein Mensch gewesen ist. Und ich fand das ganz inspirierend und interessant, aber ich muss sagen, dieses Buch kostet 13 Euro und es ist wirklich sehr dünn. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, naja. Wenn man es geschenkt bekommt oder sowas, dann ist es vielleicht ganz cool. Dann hier Keine Ahnung, ob das Liebe ist, habe ich von Julia Engelmann und Wir können alles sein, Baby. Ich glaube, viele von euch wissen mittlerweile, ich liebe Julia Engelmanns Songs. Grüner wird's nicht und Kein Modelmädchen sind meine absoluten Favoriten und ich dachte, ich werde auch mal Bücher von ihr lesen und die mochte ich auch beide gerne. Dann habe ich hier noch Bob der Streuner. Das ist eine Geschichte auf wahre Begebenheit und zwar ist das ein Obdachloser gewesen und dem ist ein Kater zugelaufen und dieser Kater hat ihm so viel Aufmerksamkeit quasi gegeben, also in der Öffentlichkeit, dass die Leute alle zu ihm gekommen sind und seine Musik, also er hat auch Straßenmusik gemacht, plötzlich ganz anders gewertschätzt haben und durch diesen Kater ist quasi sein ganzes Leben verändert worden. Wir kommen zu Der kleine Prinz, das habe ich zum Abi bekommen von meiner Schule, das hat jeder bekommen. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, das ist schon peinlich, das jetzt zu sagen, aber ich glaube, ich habe Der kleine Prinz damals gelesen, da war ich noch jünger. Und da habe ich es einfach nicht verstanden. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich würde ich es mittlerweile verstehen, aber es ist so in meinem Hinterkopf quasi so verankert, dass mir das Buch nicht gefallen hat. Aber wahrscheinlich war ich damals halt einfach zu jung. Würde mich auch mal interessieren, ob das so ein Buch ist, was ihr gelesen habt. Und das gehört halt irgendwie schon zum Allgemeinwissen. Und ich fand das auch echt cool als Geschenk so von meiner Schule. Also ich würde es gerne nochmal lesen. Dann habe ich hier noch von Nico Rittenau, Vegan Klischee AD. Da geht es um vegane, gesunde Ernährung. Also, dass viele Leute ja sowas sagen wie, Veganer sind mangelversorgt. Und ja, er klärt quasi über diese Mythen auf. So, hier ist noch ein Buch, das habe ich nicht komplett gelesen, aber ich denke, das ist jetzt auch nicht so ein Buch, was man einfach komplett durchliest. Aber hier ist da immer mal wieder drin. Und zwar ist das How Not to Die. Da geht es auch um gesunde Ernährung. Der Autor legt auch pflanzliche Schwerpunkte. Also sagt halt auch, dass eine pflanzliche, vollwertige Ernährung am besten ist. Aber was vielleicht auch für diejenigen unter euch ganz gut ist, die noch Fleisch essen oder so, er verteufelt halt nichts so richtig, meiner Meinung nach. Also er betreibt jetzt keine Propaganda oder sowas und sagt, wenn ihr nicht vegan werdet, dann ist alles schlecht. Aber er erklärt halt, warum gewisse pflanzliche Lebensmittel einfach super, super gesund sind und was man tun kann, um so Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weitere also Volkskrankheiten halt zu bekämpfen und auch vielleicht vorzubeugen. Und wirklich mega, mega interessant. Als ich das Buch angefangen habe zu lesen, habe ich so viel von mir nochmal hinterfragt. Ja, und dann habe ich hier noch das Grundgesetz als Magazin. Das habe ich mir letztens auch bei dem Live-Haul gekauft, meine ich. Da ist unser deutsches Grundgesetz erklärt, aber halt in so einem Magazin und so ganz ansehnlich. Und das finde ich echt cool. Also werde ich auch bald durchblättern. Ich studiere zwar kein Jura oder sowas, aber
mit dem Grundgesetz sollte man sich ja als deutscher Staatsbürger vielleicht trotzdem auskennen. Also einmal habe ich hier Animal Farm von George Orwell, das ist aber auf Englisch und deswegen habe ich es nicht gelesen. Aber das bezeichne ich nicht als Subbuch, weil ich nicht weiß, ob ich es noch lesen werde. Ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen Dekoration, damit ich mich gebildet fühle, dass es in meinem Regal steht. Dann habe ich hier noch Anne Franks Tagebuch. Sollte man ja auch kennen. Dann habe ich hier Die Luft da oben. Das hat mir mal die Autorin zugeschickt. Da geht es um eine Frau, die ziemlich groß ist. Ich weiß gerade gar nicht, 1,90 oder sowas oder 1,80. Ja, sie fühlt sich auf jeden Fall ziemlich groß. Und es steht ein Klassentreffen an. Und sie möchte da nicht hingehen, weil sie sich in ihrem Leben quasi nicht erfolgreich genug fühlt und so weiter und so fort. Schon sehr lange her, dass ich es gelesen habe, aber ich meine, das war so ungefähr der Inhalt. Dann habe ich hier noch Der Junge im gestreiften Pyjama. Kennen wahrscheinlich auch die meisten unter euch. Kann ich mega, 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 mega als Film empfehlen. Fand ich noch viel besser als Film als Buch. Dann Tote Mädchen lügen nicht, muss ich jetzt vermutlich nicht zu sagen. Ich habe die erste Staffel der Serie geguckt, aber... Fand ich auch ganz gut, aber also hat mich aber jetzt auch nicht so wahnsinnig begeistert. Also wie manche waren ja richtig süchtig danach, das war ich jetzt nicht. Dann Ich will doch leben, Nadine ist HIV-positiv. Das ist so ein kleines, dünnes Buch aus dem Löwe Verlag. Da geht es um ein Mädchen, die halt sich angesteckt hat bei ihrem Ex-Freund und jetzt halt auch HIV-positiv ist. Das hat mir damals gut gefallen. Und dann habe ich hier unten Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ist auch wirklich eine echt berührende Geschichte. Also richtig, richtig traurig, was da passiert. Die Autorin schreibt das autobiografisch. Und zwar ist sie mit 13, glaube ich, an Drogen gekommen und war dann auch auf dem Kinderstrich. Und also ganz schrecklich, was sie durchgemacht hat, mehr oder weniger, also wo sie reingerutscht ist. Und der Schreibstil ist aber auch echt angenehm. Also man kann das gut lesen. Und es ist auch wirklich sehr... Also es ist sehr detailliert teilweise, daran kann ich mich erinnern. Ich war noch sehr jung, als ich das gelesen habe und auch von diesem Strich, sag ich mal, bekommt man sehr viel mit. Das möchte ich dazu sagen. Ich habe jetzt hier noch 6 Bücher zum Thema Essstörung. Habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt. Meiner Meinung nach haben diese Bücher alle etwas gemeinsam, was ich persönlich verändert hätte. Als ich diese Bücher gelesen habe, da war ich halt schon davon betroffen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das halt meistens eher ein bisschen runtergezogen hat. Ich hätte mir mehr Hilfreiches gewünscht, mehr praktische Tipps oder Denkanstöße. Und hier ging es halt wirklich nur ums Symptom Essen und nicht um die ganzen tieflegenden Probleme. Dann habe ich hier noch von Natascha Kampusch, da komme ich jetzt gar nicht dran, 3096 Tage, da geht es um das Entführungsdrama von dieser Österreicherin und da unten ist noch Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green, habe ich euch in meiner ersten Bookshelf-Tour schon gezeigt, gesagt, ich bin einfach kein großer John Green-Fan. So, jetzt sind wir hier in diesem dystopischen Fantasy-Bereich, also teilweise Fantasy, teilweise Dystopien. Wir fangen an hier ganz links mit der Amor-Trilogie, kann ich euch wirklich vom Herzen empfehlen, vor allem der erste Teil ist einfach hammergut gewesen, wenn ihr in den ersten so reinkommt, dann wollt ihr einfach auch weiterlesen. Es geht darum, dass die Liebe als Krankheit behandelt wird, also das Buch spielt in der Zukunft und man hat herausgefunden, dass die Liebe halt sehr viele Menschen das Herz halt bricht und sich daraufhin Menschen umbringen und es gibt einen Impfstoff, wenn man 18 Jahre alt ist, wird man gegen die Liebe geimpft und so steht auch Lena dieser Eingriff bevor, aber kurz bevor sie geimpft werden soll, lernt sie Alex kennen und verliebt sich in ihn und sie kann sich gar nicht mehr vorstellen, was an dieser Krankheit so schlecht sein soll. Dann haben wir hier noch Obsidian und Oblivion. Das sind die ersten beiden Teile der Lux-Reihe. Ich hatte den zweiten Teil ja auch noch, aber ich muss sagen, der erste Teil hat mir gut gefallen. Danach wollte ich nicht mehr weiterlesen, weil der zweite, den habe ich abgebrochen. Hat mir nicht gefallen. Dann haben wir hier Selection. Brauche ich auch nichts mehr zu sagen, glaube ich. Kenne die meisten. Mochte ich den Teil 4 und 5 tatsächlich mit am liebsten. Spontan würde ich sagen, ich mochte den ersten und den vierten am liebsten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr am liebsten mochtet. Den fünften habe ich übrigens auf Englisch gelesen, aber ich musste ihn mir noch für mein Bücherregal auf Deutsch auch kaufen. Ja, ich weiß. Schande. Dann hier Die Bestimmung. Den ersten und den zweiten Teil habe ich noch nicht gelesen. Ich habe aber, also ich habe die bei Rebuy gekauft und die waren halt nicht so teuer. Deswegen habe ich den zweiten direkt mitbestellt, weil ich gedacht habe, dann will ich die auch tutti completo haben. Ich habe auch den Film hier. Also ich werde erst den Film vielleicht gucken, damit ich so ein bisschen in die Geschichte reinkomme. Oder ich werde erst das Buch lesen. Was empfehlt ihr? Meint ihr, ich soll erst den Film gucken oder erst das Buch lesen? Langweilt mich danach das Buch, wenn ich den Film geguckt habe. Dann habe ich hier noch Aquamarin und Submarin von Andreas Eschbach. Da geht es um ein Mädchen und zwar fällt sie eines Tages auf dem Schulhof
in einen See. Also die haben auf dem Schulhof so einen kleinen, nee, so in so einen Teich. Und sie kommt einfach nicht mehr hoch, weil sie, glaube ich, ohnmächtig wird und überlebt. Sie bleibt aber irgendwie 10 Minuten unter Wasser oder sowas und alle fragen sich, warum hat sie überlebt? Sie macht sich quasi so auf die Suche und versucht, dieses Geheimnis zu lüften. Was ich euch vorab sagen möchte, ist, dass sie keine Meerjungfrau ist, weil das immer ganz viele vermuten und ja, es ist ein bisschen kreativer. Aber es ist echt cool. Auch der zweite Teil, den fand ich sehr cool. Dann haben wir hier noch Panem. Dazu brauche ich jetzt, glaube ich, echt nichts sagen. Fand ich mega cool, den ersten Teil. Den zweiten mochte ich auch noch ganz gerne. Den dritten fand ich dann wieder so kriegslastig. Ich bin ja nicht so der Fan von Krieg. Also, okay, wer ist schon Fan von Krieg? Aber ich lese es halt auch einfach nicht gerne. Ich finde es anstrengend zu lesen. Wenn die sich immer nur beschießen, dann frage ich mich immer, wer ist gerade gestorben? Wer ist das jetzt gerade? Wer schießt gerade? Und es ist so zu hektisch, zu schnell. Und dann haben wir dann noch hinten in der Ecke Beautiful Lies. Das zeige ich euch mal. Ist noch eingeschweißt. Was ich halt echt schade finde, ist, dass hier diese Ravensburger Ecke dran ist. Teil 2 und Teil 3 haben die halt nicht. Das ärgert mich. Weil wie sieht das in einem Regal aus, wenn das hier unten die blau ist? Richtig, richtig blöd. Ich weiß, da hat irgendwie irgendwer nicht mitgedacht. Und die haben nicht an solche Menschen wie mich gedacht, die das vielleicht im Bücherregal stören könnte. Und hinten steht drauf, dass es so ein Mix aus Pretty Little Liars und Gossip Girl ist. Und ihr müsst wissen, damit hat man mich gecatcht. Because Gossip Girl ist absolute, pure, unendliche Liebe. Teammate und Dan. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Und Blair. Ich mag Serena nicht. Die finde ich zickig. So, und hier kommen wir zu der vorletzten Reihe. Hier stehen links meine Biss-Bücher. Den ersten Teil habe ich leider nicht aus der Reihe. Da habe ich hier diese Jubiläumsausgabe. Ich wollte mir die immer mal gebraucht kaufen, aber die ist bei Rebuy einfach nie verfügbar. Ich würde es sogar auch ganz gerne nochmal lesen, muss ich sagen. Dann habe ich hier noch aus dem Drachmond Verlag Mondprinzessin und Straßenkötergene. Bin halt, wie gesagt, nicht so dieser Fantasy-Leser. Ich habe Straßenkötergene damals Test gelesen, weil Julia eine gute Freundin von mir ist. Ich ihr halt auch helfen wollte. Und das Buch, muss ich sagen, hat mir echt gut gefallen. Das ist auch so dystopisch. Und das war halt echt so mal was ganz anderes. Kann ich euch auch ans Herz legen. Ich verlinke euch wieder ein paar Bücher in der Infobox. Schaut da einfach mal vorbei und lest euch den Klappentext vielleicht durch. Bei Mondprinzessin habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ist so eine Sache gewesen. Ich bin da teilweise nicht ganz so reingekommen. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass mich ihre neuen Bücher mehr catchen werden, weil ihr Schreibstil hat mir halt echt gefallen. Und ich bin einfach, ja, wie gesagt, einfach bei Fantasy-Büchern teilweise, ich habe so meine Probleme mit damit. Und jetzt hat sie ja eher so Jugendbücher geschrieben, also Die Stille meiner Worte und so weiter. Dann haben wir hier unten Haus der Vampire und die waren ganz lange meine absoluten Lieblingsbücher. Ich weiß noch, die habe ich damals in einem Englischcamp gelesen und niemand hat mich zu Gesicht bekommen, weil ich den ganzen Tag auf meinem Bett gelegen habe und gelesen habe. Absolut schön gewesen. Und zwar geht es da um ein Mädchen, sie kommt auf ein College und dort wird sie halt so richtig heftig gemobbt und deswegen flieht sie quasi von dort und zieht in eine WG ein. Und in dieser WG leben halt drei andere. Einmal lebt da Shane, einmal lebt da Michael und einmal lebt da, glaube ich, Eve. Und Eve ist so ein Gothic Girl. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Michael ist irgendwie nachtaktiv. Der schläft einfach immer nur tagsüber. Und Shane, an den kommt sie nicht so richtig ran. Aber trotzdem findet sie den halt irgendwie ganz gut. Und in der Stadt gibt es da halt auch sehr viele Geheimnisse. Und es hat was mit Vampiren zu tun. Und wirklich, ich fand's ganz toll. Dann hier Wie Monde so silbern von Marisa Meyer. Die liebe Carrie ist ja so ein großer Fan von dieser Luna-Chroniken-Reihe. Mir hat damals der erste Teil auch gut gefallen. Das ist so so eine Märchenadaption à la Cinderella. Ich wollte eigentlich immer mal weiterlesen, habe ich aber nicht. Und ich hatte den zweiten Teil eigentlich auch hier, habe ihn aber dann letztens bei Rebuy verkauft, weil ich dachte, es gibt so viele Bücher auf dieser Welt und ich kann sie nicht alle lesen. Im Nachhinein denke ich mir manchmal, naja, vielleicht hättest du es doch lesen können. Dann ist da Die Schöne und das Biest, diese Schmuckausgabe. Ist schön fürs Bücherregal, aber finde ich kein Must-Buy. Weiß ich nicht, kostet 30 Euro diese Ausgabe und ich fand die Geschichte da drin jetzt gar nicht so Hammer. Ich weiß nicht, ob das die Originalgeschichte von Die Schöne und das Biest ist, aber die ist so anders, als ich die kenne. Und da hinten in der Ecke ist noch die 13,5 Leben des Captain Blaubeers. Hier an dieser Stelle, wir geben wieder liebe Grüße raus an die liebe Sarah. Falls du jemals dieses Video hier schauen wirst, ja, ich lese es bald. Versprochen. Ich habe es nämlich zusammen mit einer Freundin in Köln geholt. Und seitdem fragt sie mich ungefähr jeden Tag, wann ich es endlich lese. Es graut mir immer, so dicke Bücher anzufangen, weil ich immer denke, was ist, wenn ich da nicht reinkomme. Und es dauert dann immer. So, last but not least kommen wir jetzt zu dieser Reihe. Das ist, wie gesagt, die letzte.
Ich hoffe, ihr könnt das sehen, weil so mein Bettzeug da so ein bisschen vor ist. Ich ziehe das mal stramm. Hier ist Grimms Märchen, Herr der Diebe und Tintenherz. Hat keinen bestimmten Grund, dass das da jetzt so liegt. Ich habe die nicht mehr so richtig einsortiert bekommen. Und dann dachte ich mir so, yes, hier liegen sie ganz gut. Dann habe ich hier noch so Peter Pan Figuren oben drauf stehen. Ich wollte gerade sagen, wegen Märchen. Aber gibt halt null Sinn, ne, weil es ist ja gar kein Märchen. Habe ich nicht richtig gut durchdacht, muss ich sagen. Dann ist hier die Belle. Aber es war auch dumm, weil die kommt ja hier hin. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Und hier ist noch von Alice im Wunderland der Hutmacher. Den stelle ich auch hier hin. Macht auch keinen Sinn, aber das passt gut. Dann ist der nicht so alleine, der Funko Pop. Und dann habe ich hier unten noch in der Ecke diese Bücher. Und zwar ist das einmal Rache des Gleichaussehenden von einem 13-jährigen Autor. Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Dann habe ich hier noch von Colin Hartler, Hinterm Hasen lauert er. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Da geht ein Entführer rum. Und da geht es um Jugendliche, die versuchen, diesen Fall zu lösen. Also insbesondere ein Jugendlicher. Und hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann habe ich hier noch ein Buch von einer ehemaligen Freundin von mir, aber das zeige ich euch nicht, because ehemalige Freunde haben keinen Platz in meinem Video verdient. Nett, ne? Und dann habe ich hier noch von Juliane Sophie Kaiser, das Sandwichkind. Das ist ein sehr süßes Buch für so Achtjährige, würde ich sagen. Habe ich auch gelesen, weil ich ja 8 bin, wisst ihr. Und dann habe ich hier noch Caius, der Lausbub aus dem alten Rom. Kann ich euch gerne zum 1.000.000. Mal in die Kamera halten und euch sagen, dass ihr es unbedingt lesen müsst, egal wie alt ihr seid. Ich sage auch gar nicht mehr, worum es geht, weil ihr sollt mir einfach lernen, blind zu vertrauen. Nee, ohne Witz, das verlinke ich auch in der Infobox und schaut es euch bitte an. Wenn ihr es euch nicht anschaut, seid ihr selbst schuld, wenn ihr ein ultimativ geniales Buch verpasst. Und dann habe ich hier unten noch 2 Bücher von Sams. Irgendwann habe ich nämlich mal so, war ich in dieser Stimmung, dass ich unbedingt Sams lesen wollte. Und dann habe ich mir die auch gekauft. Bei Rebuy. So, das war's jetzt mit meiner Bookshelf-Tour, Teil 2. Im nächsten Video machen wir dann weiter mit dem letzten Regal. Ich versuche dem nicht so viel Aufmerksamkeit zu widmen, weil ihr ja noch neugierig bleiben müsst. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Teil 3 nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns demnächst wieder. Tschüss! Halt! Stopp! Nicht abschalten! Ich verlinke dir hier auf der Seite noch 2 meiner letzten Videos. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du das jetzt tust. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder.